Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstleutnant. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, in seinem Abteil wartet eine hübsche Dame auf ihn. Ach, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. William? Ja. Ist der für mich? Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Ja. Würden Sie es mit mir teilen? Manchmal Weihnachten, manchmal ein Geburtstag, manchmal Zerstörung, Leid und Tod. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel, nah bei der Zentrale der Geheimpolizei. Jeder kennt sie. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie zurück nach Eisenwald. Wenn sie noch leben. Irgendwas geht da vor sich. Ein Gefangenentransport. Komm schnell! Holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab, damit er dich nicht sieht. Eins steht fest. Diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Es ist ein wunderschöner Morgen. Ein neuer, herrlicher Tag in unserer Herrschaft.
zu erledigen. Ich möchte Sie daran erinnern, liebe Bürger, wenn Sie mit Ihrem Tagewerk Schweiges Spielzeug. Ohne Batterie wertlos. Batterie ist leer. Muss neu aufgeladen werden. Ich werde dich wie ein Schwein ausweiden, du Drecksau!